Sie sind die Vorbilder von Millionen Jungen in ganz Europa. Ich will Fußballprofi werden, um einfach das, was mir am meisten Spaß macht, nämlich Fußball zu spielen, mein Hobby zum Beruf machen zu können. Und ja, das ist mein Traum. Dafür arbeite ich mein ganzes Leben im Prinzip schon. Ja, dafür bin ich hier. An diesem Traum verdienen die Vereine kräftig mit. Europaweit jagen Fußball-Scouts den besten Talenten hinterher. Es geht um Kaufen, Verkaufen und Millionen Euro an Ablösesummen. Ja, ich habe meine Kollegen ja aus München gesehen, sogar aus Liverpool, der Kollege ist hier. Das ist das ganz normale Geschäft im Fußball. Der Borussia-Park. Heimstätte des deutschen Fußball-Erstligisten Borussia Mönchengladbach. Jordi Bongard ist 17 Jahre alt und spielt als Innenverteidiger für den Verein in der Junioren-Bundesliga. Heute steht ein wichtiges Spiel an. Jordi ist als Erster in der Kabine. Also vorm Spiel ist man natürlich erstmal konzentriert aufs Spiel, freut sich auch. Wenn wir jetzt gleich alle zusammen hier reinkommen, motivieren wir uns auch gegenseitig vorher. Bei diesem Spiel wird der Trainer der Profimannschaft erwartet, dem sich Jordi empfehlen will. Das Punktspiel gegen Duisburg ist eine Bewährungsprobe. Und klar ist ein Druck bei, wir werden auch nach jedem Spiel sozusagen bewertet, aber das ist auch irgendwie cool, das wollen wir auch so. Und es bringt uns auch einfach nur weiter, wenn wir dann was gesagt bekommen, Kritik, positiv wie negativ. Und ja, ist gut, aber man merkt natürlich auch einen kleinen Druck, aber den will man auch irgendwie spüren. Und je älter man wird, desto mehr wird der Druck, weil man ja auch jetzt näher rankommt an die Profis. In den Jahren hat man mehrere Leute erlebt, die dann irgendwann aufgehört haben. Dann hat es nicht so gut gelaufen und so weiter. Und das natürlich auch, kriegen dann viele auch von zu Hause Druck. Und dann geben dann manche auf. Aufgeben ist keine Option für Jordi. Tatsächlich ist der Trainer der Profis anwesend. Wird Jordi positiv auffallen? 3 Wochen zuvor. Es ist Anfang November 2018. Jordi kommt gerade von der Schule. Seit über einem Jahr lebt er im Jugendinternat des Vereins. Und das ist praktischerweise gleich im Stadion. Fußball ist im Prinzip ja alles für mich oder auch für die anderen hier. Wir ziehen ja extra weg von zu Hause, um unseren Traum uns zu erfüllen. Und wir geben ja auch hier jeden Tag alles dafür. Das ist ein Riesenprivileg, hier zu sein. Und gerade auch jetzt im Verein, weil ja auch sozusagen die Internatsspieler, es kommen ja nicht viele ins Internat oder dürfen nicht viele ins Internat. Und das macht mich stolz. Jordi teilt sich das Zimmer mit einem Mitspieler. 20 Nachwuchstalente aus 3 Nationen wohnen derzeit im Internat. Den Triumph, zu den Auserwählten zu gehören, bezahlen die Jugendlichen mit eiserner Disziplin. Alkohol, Zigaretten und Mädchen sind verboten. Die Jungs sollen sich auf das Wesentliche konzentrieren. Nach der Schule steht eigentlich nur noch Fußball im Fokus. Weil es auch so viele wollen, ist es auch umso schwerer und es ist auch ein langer Weg. Und das nächste Ziel ist vor allen Dingen, den Sprung zu schaffen zu den Profis. Ganz wie ein Profi hat Jordi bereits einen Spielerberater und einen Ausrüstervertrag mit einem großen Sportartikelhersteller, der ihn alle 2 Monate mit den neuesten Fußballschuhen versorgt. Zeit nach der Schule bleibt kaum. Jordi muss zum Training bis zu 10-mal pro Woche. Da das Internat im Stadion ist, muss er zur Kabine nur die Treppe runter. Also hier hängen jetzt die Trikots der Spieler aus der eigenen Jugend, die das Trikot beim ersten Bundesligaspiel getragen haben. Der bekannteste wahrscheinlich Ter Stegen, der jetzt aktuell bei Barcelona spielt. 2014 wechselte der damals 22-jährige Torwart Marc-André Ter Stegen nach Spanien und verdient dort diese Saison geschätzt 8 Millionen Euro. Als Profi Millionen verdienen, davon träumen sie hier alle. Jordi zählt zu den Top-Talenten im Verein. Sein Trainer Thomas Flath hält große Stücke auf ihn. Jordi hat ein sehr gutes 1-gegen-1 Zweikampfverhalten. Der will jedes Spiel gewinnen, der will jeden Zweikampf gewinnen. Der nimmt das ernst, der haut sich rein. Der ist extrem fokussiert, unheimlich leistungsorientiert.
Thomas Flath glaubt, dass Jordis Traum vom Profi durchaus wahr werden könnte. Er bringt die Einstellung mit, wirklich viele Dinge unterzuordnen. Weil für einen Fußballer bedeutet das ja auch, er muss dafür leben, er muss dafür schlafen, er muss sich mit Fußball beschäftigen. Mittlerweile ist es 20 Uhr. Aber für die Nachwuchskicker ist nach dem Training immer noch nicht Feierabend. Es steht noch ein Workshop mit Melf Carstensen an, dem Ernährungsberater des Vereins. Motto ist Post-Workout-Meal. Also ihr kommt gerade vom Training, habt, glaube ich, alle richtig Gas gegeben. Glykogenspeicher leer, Muskelspeicher leer. Wollen wir wieder auffüllen. Carstensen soll die Nachwuchsspieler abseits des Platzes optimieren. Er erstellt Ernährungspläne und prüft regelmäßig, ob die Jungs nicht zu viel Fett ansetzen. Wir starten so, wir nehmen den Teller, Taco oder Wrap, ein bisschen Guacamole rein. Guacamole hat noch die Avocado drin. Wer weiß noch mal, warum Avocado so wichtig ist? Hat sich das irgendwer behalten? Das Grüne, richtig. Das sind Omega-3-Fettsäuren, die sind auch wieder entzündungshemmend. Was für euch wichtig ist, einfach um die Regeneration optimal zu halten. Dann Reis, packen wir ein bisschen Reis rein. Kohlenhydratreich, schnell verfügbar. Und noch? Probier die mal, auch gute Proteine. Top. Die Jungs sind alle noch nicht mit ihrer Körperlichkeit komplett gestanden, noch nicht ausgewachsen. Da geht noch bei vielen noch mal 1, 2, 3 Kilo. Und da wollen wir natürlich die richtigen Nährstoffe liefern, um auch natürlich das Ziel zu unterstützen, irgendwann vielleicht Profifußballer zu werden. Die Jungs werden immer früher stark intensiv trainiert. Die Fußballausbildung generell ist professioneller geworden. Dementsprechend schauen wir, was können wir noch machen, um den Unterschied vielleicht zu dem Gegenspieler zu machen. Also das Optimum rausholen. Die paar Prozentchen, die es vielleicht noch zu gehen gilt. Fußballvereine wie Borussia Mönchengladbach investieren viel Geld in ihre Nachwuchsspieler. 54 Fußballleistungszentren gibt es allein in Deutschland, in die die Clubs innerhalb von 9 Jahren knapp 100 Millionen Euro zusätzlich steckten. Stars wie Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer oder Harry Kane begannen ihre Karriere in einem Leistungszentrum. Wer entdeckt wird und in dem erlesenen Zirkel mitspielen darf, muss oft früh von zu Hause wegziehen, teilweise sogar ins Ausland. In der Eifel, rund 100 Kilometer von ihrem Sohn entfernt, leben Michael und Ulrike Bongard, Jordis Eltern. Die Familie lebt Jordis Traum vom Fußballprofi mit. Sein erstes Wort als Baby sei Ball gewesen, so erinnern sie sich. Das waren auch die Anfänge. Kleiner Ball, kleines Tor. Wie alt war er da ungefähr? Ah, da war er noch sehr klein, da hatte er nämlich noch eine Windel an. Er lief ja immer mit dem Ball hier rum, stundenlang für sich alleine. Aber der Schuss war damals schon nicht verkehrt. Die Bongards meldeten ihren Sohn beim örtlichen Fußballverein an. Da ging er noch in den Kindergarten. Normal verspielt er dann so ab 6, ne, im Verein. Und Jordi hat dann mit 4 schon mitgespielt, wo die dann 6 waren. Und da fiel der nicht negativ auf. Dann ging es steil bergauf. Mit 9 Jahren wechselt Jordi zu einem größeren Verein. Mit 11 dann zum Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Seit 1,5 Jahren spielt er auch für die deutsche Jugendnationalmannschaft. Zuletzt war er mit dem Team in Israel. Kommen ja da auch in eine Welt rein und denkt auch, kann der noch mal einen Schritt zurück machen? Ne? Wie ist das, wenn das jetzt nicht klappt? Ne? Sind jetzt so verwöhnt und kriegen schon Geld und ne? Wie ist das, wenn das dann nicht mehr so ist? Ne? Die Sorgen sind berechtigt. Laut einer ARD-Recherche schafften es in den vergangenen 8 Jahren nur 3,5% der deutschen Jugendspieler in einen Profikader in Deutschland, Frankreich, England, Italien oder Spanien. Die Chance, dass Jordi es schafft, steht also etwa 1 zu 30.
Nichtsdestotrotz ist der Markt um die besten Nachwuchsspieler hart umkämpft. Alle Bundesliga-Vereine beschäftigen Scouts, die in Deutschland und im Ausland Talente entdecken sollen. Der ehemalige Profi Markus Hausweiler ist für Borussia Mönchengladbach in Deutschland, den Niederlanden und Belgien im Einsatz. Als ich Jugendspieler war, hat damals der Trainer bei mir angerufen und hat gesagt, er möchte mich haben. Also da hatte ich jetzt großartig keinen Kontakt zu einem Scout. Es ist ja auch viel mehr Geld im Spiel. Und das ist leider so, dass das alles viel professioneller geworden ist und vielleicht auch zum Leidwesen des Ganzen, dass man sich viel mehr unter Druck setzt, auch frühzeitig schon Jungs zu holen. Das Problem ist, wenn man den Weg nicht mitgeht, hat man irgendwann keine Chance. Guten Morgen, Borussia Mönchengladbach, Hausweiler. Der heutige Termin des Scouts? Ein Länderspiel der deutschen U16-Nationalmannschaft gegen Tschechien in Gotha in Thüringen. Während die 15-jährigen deutschen Nationalspieler bereits wie die Profis mit Fans posieren, geht es für Markus Hausweiler und seine Kollegen schnurstracks in den VIP-Bereich der Stadiongaststätte. Der ist eine Stunde vor Spielbeginn bereits voll mit Scouts, Trainern und Spielerberatern. Man kennt sich. Das ist in Ordnung. Grüße dich, mein Freund. Hi. Hi, grüß dich. Sven. Ja, man muss natürlich schon aufpassen, was man erzählt. Man kommt mit dem einen oder anderen gut aus, mit dem anderen vielleicht nicht, weil der hintenrum von uns einen Spieler abwirbt. Das ist schon, man muss schon aufpassen, was man preisgibt. Ja, aber man weiß schon, mit wem man offen reden kann und mit wem man nicht offen reden kann. Das Spiel beginnt in wenigen Minuten und ca. 50 Männer nehmen auf der Tribüne Platz. Jetzt sind sie Konkurrenten. Ja, ich habe meine Kollegen ja aus München gesehen, auch von Bayern München, von Dortmund, Schalke und sogar aus Liverpool, der Kollege ist hier. Von Ajax Amsterdam habe ich ihn gesehen. Ja. Das ist das ganz normale Geschäft im Fußball. Das Spiel beginnt und die Scouts zücken umgehend ihre Kugelschreiber. Hausweiler notiert sich technische und taktische Fähigkeiten jedes einzelnen Spielers. Ist er Rechts- oder Linksfuß, Zweikampf und oder Kopfball stark? Für mich ist es kein Geschäft, ich mache es aus Leidenschaft, weil ich Spaß habe, einen Spieler zu entdecken, mit meinen Kollegen den dann zu überzeugen, nach Borussia zu gehen. Weil letztendlich verdiene ich nichts daran, ob der bei uns dann Profi wird oder nicht. Also für mich ist das kein Geschäft, aber für die Vereine ist es natürlich Geschäft. Das große Geld machen die Vereine. Die Nachwuchsspieler, die Scout Hausweiler und seine Kollegen vor 10 Jahren zu Mönchengladbach holten, haben dem Verein Jahre später einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag an Ablösesummen eingebracht. Halbzeitstand 5:0. Da sind schon 3, 4 interessante Spieler dabei, die auch technisch sehr versiert sind. Und ich glaube, dass man die schon weiterverfolgen kann und sollte. Und ich will jetzt nicht die Nummern sagen, weil das ist schon ein bisschen Geheimnis, was wir dann interessant finden. Hausweiler beobachtet Jugendspieler oft jahrelang. Ist er von den Qualitäten des Spielers überzeugt, besorgt er sich irgendwann die Telefonnummer der Eltern. Generell sollte man weder Eltern noch Spieler am Platz direkt ansprechen, wenn man einen Spieler interessant findet. Das würde ich nicht machen. Das Schwierigste ist, aufgrund der Konkurrenz die Spieler für uns zu überzeugen. Wir können halt nicht mithalten, wenn es dann ums Finanzielle geht. Dann müssen wir auch leider irgendwann sagen, können wir nicht mitmachen. Schade. Um die 80 Jugendspieler beobachten die Scouts von Mönchengladbach. 4 bis 5 Talente holen sie pro Jahrgang und Saison zum Verein. Wir haben ja ein System, wo wir dieses Spiel eintragen werden. Da haben wir die Möglichkeit, jeden einzelnen Spieler zu beschreiben und zu bewerten. Und ja, dann werden wir das einpflegen.
Und dann verfolgen wir halt die Spieler bei Bedarf weiter. Die deutschen Spieler kannte er alle längst. Aber ein paar tschechische Namen stehen nun neu in seinem Notizblock. Dann geht es weiter zum nächsten Spiel. 6 Tage die Woche sucht der Scout nach immer neuen Talenten, die bestenfalls noch niemand vor ihm entdeckt hat. Zurück in die Eifel. Jordi hat es mal geschafft, nach Hause zu fahren. Wenigstens einmal im Monat versuchen die Bongards, zusammen Mittag zu essen. An den meisten Wochenenden hat Jordi entweder ein Spiel oder Training. Im Internat bekommst du nicht so viel Kartoffeln, oder? Was gibt es da meistens? Immer unterschiedlich. Ach so, ja. Schon auch Kartoffeln. Das Thema Fußball ist dauerpräsent. Ulrike Bongard vermisst ihren Sohn und hadert manchmal mit der Entscheidung, ihn an den Verein abgegeben zu haben. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass, dass er hat ja sehr viel da investiert in das Fußballerische und aber auch Schule. Und dass, manchmal denke ich ja, hoffentlich steht er nicht eines Tages so mit leeren Händen da, dass dann beides so nicht richtig funktioniert. Aber wird schon. Ja. Abi kriege ich hin. Ja. Also ich mach mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Sorgen. Also alles gut so. Von daher, ich hoffe natürlich, dass ich es schaffe. Aber ich konzentriere mich jetzt eher so auf die Situation aktuell und so weiter. Und wir haben auch gar nicht so viel Zeit, so jetzt irgendwie groß nachzudenken, wie es jetzt weitergeht und so weiter. Von daher mache ich mir da keine Sorgen. Wichtig ist natürlich, gesund zu bleiben. Wenn man verletzt ist, kann man sich nicht zeigen. Dann wird es dramatisch jetzt um die Zeit. Schon ein Unterschied zu den ersten Jahren. Ja, natürlich, klar. Jetzt ist es auch, man nimmt es auch viel ernster als damals. Damals war es mehr so eine Spaßsache und jetzt ist es richtig ernst. Am Nachmittag schaut die Familie zusammen Bundesliga. Natürlich ein Spiel von Mönchengladbach. Schnell. Jawohl. Es ist einfach toll, auch vor so vielen Zuschauern zu spielen und auch sozusagen so eine Anerkennung für den Fußball zu bekommen und auch sozusagen natürlich auch die Aufmerksamkeit, die man bekommt und auch die Emotionen, die man dann auch ein Stück weit mit den Leuten hat, ob es jetzt ein Sieg ist und Freude oder ob es auch Niederlagen sind und Trauer. Jordi versucht realistisch zu bleiben. Falls es mit einer Profikarriere nicht klappen sollte, will er Sport studieren oder eine Ausbildung bei der Polizei beginnen. Aber jetzt kämpft er erstmal für seinen Traum. Zurück zum Ligaspiel gegen Duisburg, das ihm seinem Ziel näher bringen soll. Wird sich Jordi mit seiner Leistung für die Profis empfehlen? Und wäre ein früher Karrierestart überhaupt gut für ihn? Früher ist man viel später Fußballprofi geworden. Es ist sehr, sehr wenige Spieler, die mit 19, 20 Fußballprofi geworden sind. Mit der Entwicklung der Nachwuchsleistungszentren hat einfach diese Entwicklung viel, viel früher begonnen. Die Spieler erreichen auch viel früher ihr Maximum, halten das aber nicht so lange. Es geht darum, ihn peu à peu weiterzubringen und weiterzuentwickeln. Na, das ist noch eine grüne Zitrone. Wenn wir die jetzt auspressen, kriegen wir schon was raus. Aber wir müssen ihn immer wieder düngen, wir müssen ihn begleiten. Das muss mal eine fette gelbe Zitrone werden, wo er mal 10 Jahre oder der Club 10 Jahre was von hat. Es sind 3 Grad und Nieselregen. Besonders gut läuft es nicht für Jordi und seine Mannschaft, was auch Familie Bongard nicht entgeht. Bei jedem Spiel ihres Sohnes sind sie dabei. Tut aber. Jetzt, Jordi. Uns ist unzufrieden. Er hat schon besser gespielt, wir haben schon besser gespielt. Vorsicht jetzt. Eins nur. Die Trainer der Profimannschaft stehen ganz hinten rechts auf der Tribüne.
Ja. Jetzt. Man hofft ja auch immer, gucken die alle, sind die alle da, informieren die sich, wie spielen die Jungs. Und dann wünscht man sich natürlich, dass der Sohn dann möglichst gut spielt. Ne? Ist klar. Andererseits weiß man natürlich auch für ihn natürlich auch dann immer einen Druck. Ne? Klar, muss ja immer bringen. Wenn jetzt heute vielleicht, wie meint man, nicht so gut spielt und der Trainer für die erste Mannschaft hat es dann gesehen. Ist ja vermeintlich nicht so gut. Ne? Das Spiel endet 1:0 für Gegner Duisburg. Django. Ich glaube, ich habe nicht mehr den Geld. Das war das Spiel. Ja. Nicht gut gelaufen, ne? Hi, Ryan. Ich meine, schwer halt auch, wenn ich hier zu. Wie stellen die nicht zu? Dann dasselbe. Wir sind schlecht ins Spiel reingekommen, die haben uns gut zugestellt, das fand ich einfach. Und dann ist es so ein 50-50-Spiel und Duisburg macht das erste Tor und dann ist es halt schwer. Und wir haben am Ende nochmal alles reingehauen, aber es war nichts mehr drin und ja, enttäuschend. Seinem Traum ist Jordi heute nicht näher gekommen. Da gilt es weiter an sich zu arbeiten. Da ist nichts mit Ausrüstervertrag und ich habe vielleicht schon einen kleinen Profivertrag und fahre ein schönes Auto. Das ist Arbeit, tägliche Arbeit. Das ist dafür Leben. Das ist Lernen, professionell zu denken, professionell zu handeln. Und das ist eine Entwicklung, die geht von Tag zu Tag zu Tag zu Tag immer weiter. Und ansonsten stoppt das, dann ist das irgendwann vorbei. Der Club formt die Jugendlichen nicht nur sportlich. Auch der Charakter. Die Disziplin und die Frustrationstoleranz werden mittrainiert. Sie sollen es nicht nur an die Spitze schaffen, sondern es dort auch möglichst lange durchhalten. Nur so nützen sie der eigenen Profimannschaft oder bringen viel Geld durch einen Verkauf. Markus Hausweiler ist zurück aus Gotha und überträgt seine gesammelten Notizen in das Computersystem. Ich erstelle jetzt einen Spielerbericht. Jetzt habe ich das Diagramm erstellt, damit man auch sieht, auf welchen Positionen die Spieler gespielt haben in dem Spiel. Weil gerade bei Nationalmannschaften spielen die Jungs ja auch manchmal andere Positionen. Ja, und dann kann ich zu jedem einzelnen Spieler was notieren, was mir aufgefallen ist. Die Jugendlichen werden nicht nur erfasst, sondern nach einem bestimmten System bewertet. Wie das genau funktioniert, dürfen wir nicht filmen. Was Hausweiler verrät, ist, dass nur rund 5% aller im System erfassten Jugendspieler die höchste Bewertung von ihm und seinen Kollegen erhalten. Die tschechischen Spieler, die er in Gotha gesichtet hat, sind für den Verein, wenn überhaupt, perspektivisch interessant. Das ist jetzt ein U16-Spieler, der zum Beispiel aus Tschechien, der ist jetzt aktuell nicht interessant vielleicht für uns. Der kommt aber in 2-3 Jahren wieder aufs Tableau und dann hat man jetzt schon Informationen über den Spieler. Das heißt, wir sehen den dieses Jahr mal, vielleicht nächstes Jahr. Und dann irgendwann wird der angeboten. Und dann haben wir schon eine Historie über den Spieler und sagen, ja, der hat sich bis dahin gut entwickelt und der könnte interessant sein. Borussia Mönchengladbach beschäftigt 10 Scouts, die ausschließlich Jugendspieler sichten. Dafür schwärmen sie in Europa aus. So. Welche Nationen haben jetzt eigentlich alle U15-Nationalmannschaften, die auch Länderspiele bestreiten? Österreich, Belgien, Holland. U15 von Holland und Belgien, die spielen am Anfang März, das haben wir abgedeckt. Das machte Björn und ich dann. Okay, Österreich, Schweiz, ist da irgendwas Besonderes? Spieler aus dem europäischen Ausland schauen sich die Scouts zwar an, der Verein darf sie aber erst verpflichten, wenn sie 16 Jahre sind. So schreibt es die FIFA vor. Nicht alle Clubs halten sich an die Regel. Es gab bereits mehrere Verstöße. Aktuell wird gegen den englischen Erstligisten FC Chelsea ermittelt. Die Vereine zahlen auch für Nachwuchsspieler bereits Millionenbeträge. Laut des Online-Portals Transfermarkt wechselte der 17-jährige Franzose Willem Goebbels vor der Saison für 20 Millionen Euro nach Monaco. Das teuerste Talent Deutschlands, Karim Adeyemi, kaufte Salzburg für 3 Millionen.
der Transfermarkt ist eigentlich fast wie im Wilden Westen. Einige in dem Bereich verdienen ja dann schon Summen, die eine Familie ernähren können. Und da ist immer eine ganz große Diskussion, wo wir versuchen, richtige und vor allem erfolgreiche Wege zu führen, dass die Spieler dann immer noch den nötigen Anreiz haben, den letzten Schritt zu machen. Was bedeutet, bei Mönchengladbach wird wohl kein Jugendlicher zum Millionär? Wie viel Gehalt der Club aber nun Nachwuchsspielern wie Jordi zahlt, bleibt sein Geheimnis. Immerhin kümmern sich Vereine wie Mönchengladbach darum, dass die Jugendlichen ihren Schulabschluss schaffen. Jordi muss seine Zeugnisse Trainer und Internatsleiter vorlegen. Da seine Noten zu schlecht sind, sitzt er nun einmal pro Woche in der Nachhilfe. Lehrer Jan Schröers hilft ihm, für den Englischunterricht ein Gedicht zu schreiben. Die Fußballer haben natürlich andere Ziele. Das ist ja klar. Wer Profi werden will, der muss auch alles dafür geben, muss danach leben. Und dann ist die Schule natürlich oft eine Pflicht. Und der eine tut sich leichter, der andere schwerer insgesamt. Wenn du noch mit Metaphern arbeitest, dann hat er auch für den Leser eine andere Wucht, weil er da vielleicht ganz anders wahrnimmt als du. Also darfst du ein bisschen Raum lassen beim Gedicht. Wenn wir also feststellen, dass die Leistungen bergab gehen und unter Umständen, dass das Jahresziel nicht erreicht werden kann, dann werden sie zum Beispiel für eine gewisse Zeit aus dem Morgentraining herausgenommen oder aber für gewisse Lehrgänge eben nicht freigestellt. So schlimm steht es um Jordi nicht. In zwei Fächern steht er zwar auf 4, aber er ist nicht versetzungsgefährdet. Nach einer halben Stunde ist eine Strophe des Gedichts fertig. Crazy little kids who run through the halls make the school interesting by shooting their balls. That are noises you don't want to hear, but when you are alone you miss this atmosphere. Das ist ein bisschen besser von der Sprache. Sein Abitur wird er in einem Jahr vermutlich schaffen. Den Sprung zu den Profis auch. Ist jetzt nicht so, dass ich es brauche, aber das nimmt man mit. Ne? Das ist ganz cool. Wenn man im Stadion war, hat man eher nach draußen geguckt. Und jetzt gucken wir halt aufs Stadion. Und das ist ja das Ziel, dass wir da hinten spielen wollen. Und deswegen guckt man halt drauf und achtet mehr drauf und denkt mehr dran. Die gelöste Stimmung täuscht. Das Ziel, einmal als Profi im Stadion zu spielen, ist in den letzten Monaten ein Stück in die Ferne gerückt. Es läuft aktuell nicht so gut, bisschen Probleme mit dem Trainer, spiele aktuell weniger als erst noch in der Hinserie. Muss halt jetzt gucken, ob ich bei der Nationalmannschaft dabei bin. Das ist halt so ein bisschen das, was darunter dann leidet. Ja, das drückt auf jeden Fall auf die Stimmung, ja. Jordi hat seinen Platz in der Startelf seiner Mannschaft verloren. Spielt er nicht regelmäßig, wird er nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert und auch die Profis rücken damit in weite Ferne. Die Entwicklung war zuletzt so, dass er so eine Phase hatte, wo er nicht so gut gespielt hat, wo er mehr Fehler gemacht hat, wo er dann auch so ein bisschen verschlossener war, etwas verbohrter, was so sein Verhalten betraf. Auch wenn er sehr talentiert ist und wir ihm sehr viel zutrauen hier in dem Verein, ist es wichtig, dass er weiß, ey, ich unterliege den gleichen Kriterien wie alle anderen Spieler auch. Klar, den Traum, Fußballprofi zu werden, den haben Millionen. Auch alle Spieler, die wir hier haben. Und schlecht sind die auch nicht, sonst würden die ja auch nicht hier spielen. Aber es wird nur ein kleiner Teil schaffen irgendwann mal. Wobei ich glaube, dass Jordi gerade daran eher wächst. Sein Schützling ist bemüht, das auch so zu sehen. Aufgeben wird Jordi nicht. Sein Leistungstief hat ihn angespornt, noch härter für seinen Traum zu kämpfen. Und vielleicht kann er wirklich in ein paar Jahren,
mit seinem Avatar an der Spielkonsole zocken.